In der Debatte Ulle Schaus für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste, kaum ein Thema beschäftigt die Kulturszene im Moment so sehr wie die laufenden TTIP-Verhandlungen. Die Aufregung ist groß und darum will ich jetzt hier auch noch mal darauf eingehen, weil das hat Staatsministerin Grütters ja gerade nicht getan. Die gebetsmühlenartigen Beteuerungen seitens der Bundesregierung, die Kultur sei von den Verhandlungen ausgenommen, kann die Gemüter nicht beruhigen und ich meine zu Recht. Meine Damen und Herren von der Bundesregierung, ich frage Sie, wer würde denn auf die Idee kommen, auf ein leeres Blatt Papier seine Blanko-Unterschrift zu setzen? Wenn es um TTIP geht, erwarten Sie quasi genau das von den Bürgerinnen und Bürgern. Ich sage Ihnen, ein völlig intransparentes Verfahren mit einem Wird-schon-gut-gehen zu legitimieren, das reicht mir nicht. Und es reicht mir auch nicht, darüber zu spekulieren, wie eine Ausnahme für die Kultur am Ende wirklich aussehen könnte. Spekulationen über eine mögliche Ausnahme in der Präambel, unklar in welchem Kontext und unklar mit welcher Wirkung, das ist keine Information, das ist ein Placebo. Kulturelle Güter haben einen Wert, der über das Materielle weit hinausgeht. Deshalb haben wir uns hier alle in Deutschland und in Europa immer für den besonderen Schutz der kulturellen Güter ausgesprochen, nicht zuletzt durch eine UNESCO-Konvention. Und wenn Sie, meine Damen und Herren von der Bundesregierung, sich nicht daran halten, verletzen Sie nicht nur die Grundwerte dieser Konvention. Nein, wenn Sie dem kulturellen Ausverkauf durch TTIP Tür und Tor öffnen, dann stellen Sie unsere kulturelle Vielfalt zur Disposition und Sie gefährden auch unsere Daseinsvorsorge auf fundamentale Weise. Und das geht nicht. Frau Grütters, Sie wollen uns immer glauben machen, dass Sie eine der entschiedensten Gegnerinnen des TTIP-Abkommens sind, zumindest was den kulturellen Bereich angeht. Aber wenn es Ihnen so ernst ist mit der Kultur und mit den kulturellen Ausnahmen, dann fordern Sie keine Generalklausel, deren Wirkung Sie nicht kennen. Dann müssen Sie schon konkreter werden. Wir erwarten von Ihnen eine nachhaltige Kulturpolitik, eine Kulturpolitik, die Ihre Projekte nicht anfängt und dann erst schaut, wo die Reise hingeht, so wie jetzt bei TTIP oder wie beim Humboldt-Forum, um noch ein prominentes Beispiel zu nennen. Mitten in Berlin wächst und wächst der Rohbau des Berliner Schlosses, aber er wächst immer noch ohne inhaltliche Substanz. Und das, Frau Grütters, ist keine nachhaltige Kulturpolitik. Und noch ein Thema der Kategorie Ende offen steht auf der kulturpolitischen Agenda. Der Neubau für ein Museum der Kunst des 20. Jahrhunderts hier in Berlin. Seit über einem Jahr reden Sie jetzt über diesen Neubau, Frau Grütters. Bis heute ist doch hier nichts Substanzielles passiert. Kein Budget, kein Zeitplan. Ende offen, wie so oft. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Letzter Redner in der Debatte.